Das ist alles nicht wahr, oder? Das ist nicht lustig, nicht lustig. Schlecht, schlecht. Wieso, wer redet denn von ihm? Nicht lustig. Hat Mario Barth schon gesagt. Komm, genau. Micky, ja? die Leute finden es lustig. Sag mal, du bist doch Premium-Gag-Autor. Ja. Könntest du fürs Intro, für die Show, gerade ein paar Gags schreiben? Schnell. Boah, jetzt, oder was? Ja. Wir haben zwei Schlagzeilen. Das eine ist, es wurde für 15 Millionen Euro, Dollar eine Hitler-Figur ersteigert. Hitler ist immer super. In New York, super lustig. Ich liebe Hitler. Und es... Und das zweite ist, es gibt ein Nacktrestaurant in London und da gibt es halt ganz lange Wartelisten. So. Ja, und dazu ein paar Gags. Da hol ich dir sofort ein paar raus. Darf ich gleich anfangen? Ja, und trägst du dann auch bitte die Karten dann, damit ich die ablesen kann? Selbstverständlich. Weil ich will die vorher gar nicht sehen, die Gags. Ich will die gar nicht sehen. Mitten aus dem Schwarzwald, die Pierre M. Krause Show. Gast heute, Micky Beißenherz. Live-Musik kommt von Lion's Head. Und hier ist der Mann, der gestern den Weltuntergang überlebt hat. Hier ist Pierre M. Krause! Guten Abend, herzlich willkommen zur Show. Dankeschön. Guten Abend. Vielen herzlichen Dank. Hallo Mambo. Dankeschön. Vielen Dank, das ist sehr, sehr nett. Sehr nett, vielen Dank. Herzlich willkommen zur Show. Herzlich willkommen auch an Sie zu Hause. Danke, dass Sie uns in Ihr Wohnzimmer lassen und willkommen in der Nische, meine Damen und Herren. Und ich habe auch diese Woche wieder für Sie die wichtigsten Schlagzeilen herausgesucht. Vielleicht haben Sie das hier ja gelesen. Eine Auktion in New York hat 15 Millionen Dollar für eine Hitler-Figur gebracht. 15 Millionen Dollar für eine Hitler-Figur. Ich wusste gar nicht, dass es in Sachsen jemanden gibt, der so viel Geld hat. Hitler, was ist denn überhaupt Hitlerfigur? Was heißt das? Sah der so gut aus? Hat er sich besonders ernährt? Oder was ist das Geheimnis von der Hitlerfigur? Vielleicht sehen wir ja bald auf dem Cover des Stürmer in 88 Tagen zur Hitlerfigur. Es ist in den USA gewesen, ne? Das war in New York. Da müssen Sie, in New York muss man sich eigentlich keinen Hitler kaufen. Wir müssen einfach nur Trump wählen. Dann habe ich das hier noch gesehen. Vielleicht wollen Sie einen Platz reservieren. London. Nacktrestaurants hat ein Restaurant aufgemacht, in dem man also nackt speisen kann. Nacktrestaurant mit sehr, sehr langen Wartelisten. Ja? Wer einmal Engländer gesehen hat, am Strand von Arenal, wird jetzt sofort wieder stornieren. Warum lange Wartelisten? Ich meine, man wartet ewig, um zusammen mit nackten Engländern, die man angucken muss, auf englisches Essen zu warten. Was ist? Damit ist bewiesen, die Engländer stehen wirklich für alles an. Wo stehen die noch an? Für die Beschneidung? Waterboarding? Ich weiß es nicht. Aber der Vorteil an so einem Nacktrestaurant ist, die Garderobe, die Schlange zur Garderobe ist relativ kurz. Gerade überlegt, ich will nicht wissen, wie die dort Nudelsuppe zubereiten. Spitzengags, vielen Dank, Micky Beißenherz. Toll. Innerhalb von so einer kurzen Zeit. Vielen Dank, sehr, sehr nett. Sehr, sehr nett. Mir ist gerade eingefallen, du hast mich vorhin angerufen auf dem Handy und das hat nichts mit all dem zu tun, aber mir ist gerade eben eingefallen, ich muss dringend dran denken, bitte erinnere mich gleich daran, ich muss dringend meinen Klingelton vom Handy ändern. Ja, ich brauche einen neuen Klingelton. Hallo? Ja? Ja, klar. Sorry. Ist... ja, am Dienstag. Da kann ich, natürlich, klar. Wann soll ich da sein? Okay. Merke, Notiz an mich selbst, auf Marimba umstellen. Punkt. Oh, der Punkt hat weh. Heute meine Gäste Micky Beißenherz und Musik von Lion's Head! Heute das musikalische Highlight dieser Show, meine Damen und Herren, Winner Wake Up, die aktuelle Single, gleich in dieser Sendung. Diese Sendung, für die ich übrigens auch wieder diese Woche mit der Bahn unterwegs war, um das obere Mittelrheintal zu erkunden. Das Sendegebiet des Südwestrundfunks, meine Damen und Herren, der Sender, der all das hier
möglich macht. Auf meiner aktuellen Station wurde es teilweise ein bisschen gruselig. So ist der Film, der jetzt kommt, erst ab 18. Also ab 18 Jahren, nicht Promille wie sonst um diese Uhrzeit. Sehen Sie hier die aktuelle Haltestelle meiner Sendegebietsreise durch das UNESCO-Welterbe. Das obere Mittelrheintal. Wir entschieden uns, diese Region mit Pierre M. Krause zu bereisen. Denn da wussten wir noch nicht, dass er ein Vollidiot ist. Oh. Ah, woher? Aus Köln. Aus Köln. Kölsche Jung. Ja, guck mal, sind auch Kölner. Seid ihr doch, oder? Seid ihr Kölner? Ich weiß gar nicht. Wir haben nie gesprochen, sorry, wir haben uns nie unterhalten. Wo kommst du eigentlich her? Aus Köln. Okay, jetzt ist genug. Ja, ich arbeite hier, laber mich bitte nicht voll. Sankt Goa! Sankt Goa! Sankt Goa! Puppenmuseum. Sollen wir ins Puppenmuseum gehen? Ich habe ja so ein bisschen Angst vor Puppen, ehrlich gesagt. Ich mache die Geräusche selber, ne? Das ist ja blöd. Ich habe die selber gemacht. Dann ist es ja gar nicht gruselig. Oh mein Gott! Aber gruselig ist es hier doch gar nicht. Sie sind aber nicht gruselig. Nein, danke. Nein, aber Puppen haben sowas Gruseliges, finde ich. Das liegt immer im Auge des Betrachters. Wenn man meint. Nummer 43 guckt gerade so, als hätte sie Mama und Papa gerade dabei erwischt, wie Mama und Papa sich sehr, sehr lieb haben, oder? Papa, was machst du da mit Mama? So war es bei mir zumindest. Jeder hat seine Erlebnisse. Ich war 32. Er hat meinen Gesichtsausdruck und sie hat meine Frise. Diese eine Puppe, das sieht so ein bisschen aus, als wären Puppenmama und Puppenpapa Puppengeschwister gewesen schon vorher. Das ist ja so jemand, der versucht irgendwie auf die Party zu kommen und sich so einen schlechten Bart angeklebt hat, oder? Ich bin ein Mann, ich gehöre hierher. Ah, schau mal, da wäre ich jetzt als Hausstauballergiker, wäre das für mich jetzt sozusagen... Die ideale Stube. Super, ja, da würde ich jetzt gerne mal so reinkuscheln mit den Bären. Ist auch was Kuscheliges, Schönes, ne? Absolut. Bär im Krause. Ich bin auch kuschelig. Oh ja. Toll. Guck mal hier, da ist das Tierservice von Peter Maffay. Es muss in jedem Beitrag muss mindestens ein Peter Maffay-Gag sein. Das ist vom Sender so festgeschrieben. Das sind Marionetten. Da ist, Sarah Wagenknecht? Okay. Jetzt habe ich gerade einen Faden verloren. Mach alles. Okay, ja, da ist er. Da. An der Marionette dran. Ja. Das sind jetzt so Puppen um die Jahrhundertwende. Mhm. 1880 bis 1930. Und die haben natürlich vom Ausdruck her oft auch ein bisschen starre Ausstrahlung. Man muss vielleicht bei manchen Dingen sehen, dass viele auch Kriegszeiten nicht gemacht haben. Das letzte Mal habe ich mich so gefürchtet, als ich unsere Quoten angeguckt habe. Ich gebe es ehrlich zu, das ist wirklich ein bisschen gruselig. Es bewegt sich. Oh Gott, das ist das Schlimmste, was ich je in meinem Leben gesehen habe. Das ist Lava und da kann man auch mal. Ach so. Entschuldigung. Ich hab gedacht, sorry. Spiel mit mir. Wo kriegen Sie eigentlich die Puppen immer her? Vielleicht bin ich es auch gar nicht.
Vielen Dank an das Puppen- und Spielzeugmuseum in St. Goar, an Eleonore Gödert. Vielen Dank, dass Sie uns reingelassen haben und nicht mehr raus. Ich habe mir mit einem Plastiklöffel einen Tunnel gegraben, bis hierher. So, jetzt kommt mein Gast heute, auf den ich mich wirklich sehr freue. Der Broterwerb meines heutigen Gastes ist eigentlich eher so ein Leben im Halbdunkeln, gefesselt an eine Tastatur, ohne soziale Kontakte, Handlotion und Kleenex-Tücher immer in Griffweite. So, ne? Also er ist Fernsehautor. Normalerweise ist man, da kommt man da gar nicht raus. Aber er sieht viel zu gut aus, als dass man ihn im Backstage verstecken muss. Er muss raus, er muss vor die Kamera. Und deshalb gibt es ihn inzwischen auch im On, wie wir Fachleute sagen, zum Beispiel in der wunderbaren Sendung Das Lachen der Anderen zusammen mit Oliver Polak im WDR-Fernsehen. Eine ganz tolle Sendung mit Tiefgang, was es so oft auch nicht gibt. Außerdem hat er noch viel, viel mehr gemacht und so ziemlich für jeden erfolgreichen Comedian einen Gag geschrieben. Wir freuen uns sehr, dass er heute hier ist, meine Damen und Herren. Hier ist Micky Beisenherz. Oh, Micky, you're so fine, you're so fine, you're so fine, you're so fine. Oh, Micky, you're so fine, you're so fine. Eine große Freude. Vielen Dank. Herzlich willkommen, mein Lieber. Da ist ein Wasser. Wir haben dir schon mal ein Wasser vorbereitet. Wunderbar, das ist schon mal ein Anfang. Es ist leer. Dieses Puppenhaus gerade, das ist ja der... Bisschen gruselig. Der hat so einen dezenten Höxter-Charme. Ja, das war davor, als wir das gedreht haben. Da hätte ich vielleicht noch mehr Angst gehabt. Ja. Dann, ja. Man hat aber oft Angst in dem Beruf. Du kommst ja auch in Situationen, wo du denkst, puh. Ich arbeite mit Oliver Polak zusammen. Ja, zum Beispiel. Das ist eine singuläre Bedrohung, der Mann. Ich sage ja ganz oft Mucki Beisenherz aus Versehen. Ja. Weil wenn man dich sieht, dann sieht man immer, du hast schon richtig durchtrainierte Arme. Du bist schon so ein richtiges Sportpaket. Ne? Ich komme aus dem Ruhrgebiet, die sehen da alle so aus. Ja, aber ein bisschen auch was, ja. Weil man es muss, weil man sich verteidigen auch. Sternzeichen irgendwie. Pumper. Ich benutze es jetzt zur Abschreckung. Ich frage mich, oft ist ja die Ausbildung von Humor in jungen Jahren sozusagen eine Kompensation körperlicher Defizite. Absolut. Bei mir war das so. Ja. Bei dir ist das aber gar nicht, also warum bist du lustig? Du musst doch gar nicht. Ich habe irgendwie als Kind früh festgestellt, dass es so noch so einen extra Applaus gibt irgendwie und das fühlte sich gut an. Wobei ich sagen muss, ich war auch ein paar Jahre lang ganz schön kräftig, weil ich habe als Kind, sagen wir mal im Alter so ganz grob zwischen 6 und 12, 3 Liter Milch am Tag gesoffen. Oh, ja. Freiwillig? Ja, ich habe es geliebt. Ich muss, glaube ich, Knochen haben, die kannst du mit einem Baseballschläger, kannst du die nicht zertrümmern. Und habe wirklich 3 Liter Milch am Tag getrunken. Und wie viele Liter trinkst du jetzt am Tag? Milch oder Alkohol? Milch. Wobei, Milch könnte man ja aus Kostengründen gerade sehr, also sehr, absolut, sehr. Absolut, jetzt lohnt sich's. Ja, jetzt oder? Lohnt sich's, total. Da gab es noch so eine schöne Karikatur, die habe ich irgendwie gestern noch gesehen oder so, wo eine Kuh irgendwo in den Supermarkt kommt und sagt, ich hätte gerne 2 Liter Milch. Und dann guckt der Typ an der Kasse sie an und sagt, ja, für die Kohle kann ich es mir nicht selber machen. Ja. So, war ja eigentlich ganz gut. War ja eigentlich ganz gut. Servus. Ja. War der von dir? Ja. Ja. Das ist ein Witz von Micky Beisenherz. Natürlich. Der sich auf die aktuellen Ereignisse von vor einer Woche bezieht, falls Sie es vergessen haben. Ja, der Milchpreis geht ja immer weiter runter. Tiefe, irgendwann immer weiter runter. Kriegst du Geld, wenn du Milch willst. Opel-Aktien und Milch. Und Milch ist absolut bestes Investment. Ja. Wir müssen mal kurz erklären, weil viele das ja nicht wissen, weil man auch immer in die Gefahr kommt, so insidermäßig zu plaudern. Du hast tatsächlich lange Zeit, oder du machst das ja immer noch, du für Fernsehen geschrieben, warst genau. Nicht? Vor der Kamera. Genau. Und was so dein Durchbruch war, kann man sagen, wo du berühmt geworden bist, war natürlich das Dschungelcamp. Das war ein Riesenerfolg, weil es ja auch bumslustig ist, was da aufgesagt wird von den Moderatoren. Ja, und auch von denen, die unten sind. Die sagen es nicht auf, die denken sich's aus. Ne? Die wissen es selber, glaube ich, nicht, was sie sagen in dem Moment, wenn sie es sagen. Aber bist du dann echt vor Ort? Bist du in Australien? Ja, ich bin in Australien. Und ist das dann Urlaub? Machst du dann irgendwie zwei Gags am Tag? Das wäre so schön. Tatsächlich sind wir haben eine Schicht, die fängt abends um 20 Uhr an. Weil wir senden ja, in Deutschland ist es ja 22 Uhr, in Australien ist es 7 Uhr morgens und wir arbeiten auf die Live-Sendung hin. Das heißt, wir fangen um 20 Uhr an und unser Job endet morgens so gegen 9. Das ist, und das machst du dann inklusive Probentagen ungefähr 19 Tage am Stück. Ist also von Urlaub relativ stark entfernt. Ich habe schon Amazon-Mitarbeiter gehört, die gesagt haben, mit dir möchte ich nicht tauschen. Zumindest müssen wir nicht in den Eimer scheißen, das ist ja auch schon mal. So. Ja. Also ihr nicht, wir schon. SWR, aber SWR, andere Geschichte. Komm. WDR, ich will SWR, WDR. Wenn wir beide uns zusammentun, dann haben wir locker die Quote von...
TAF. Weit über TAF. Das ist, aber RTL zahlt ja auch sehr schlecht. Es lohnt sich ja auch kaum, fürs Dschungelcamp zu arbeiten. Ach, null. Das ist ja wirklich. Ja. Deswegen machst du jetzt ja bis im On. Hast aber auch ganz viele Comedians sozusagen mit Gags über, genau. Unterstützt. Genau. Darfst du ein paar nennen oder ist das so geheim? Naja, also es ist ja bekannt, dass ich mit Atze Schröder sehr eng befreundet bin auch. Ja. Und mit dem ging auch vieles los. Ansonsten habe ich mittlerweile für fast alle, für und mit fast allen gearbeitet. Also zuletzt jetzt gerade mit Anke Engelke. Was Riesenvergnügen, also macht es einfach total gut. Harpe Kerkeling war toll. Die sind in der Regel eigentlich alle gut. Und die, die nicht gut sind, mit denen arbeite ich halt nicht mehr. Und trotzdem hast du heute mit mir gearbeitet. Also sie bleiben gut auf der Bühne, aber sie sind halt hinter der. Es gibt schon auch, also wie soll man das jetzt, also das. Wer denn zum Beispiel? ja, es gibt manchmal ein Missverhältnis zwischen, also sag mal, man kann auch als Arschloch in ein Stadion kommen. Ah, verstehe. Okay. So. Es gibt ja viele, die mittlerweile in Stadien auftreten. Da, vollkommen richtig, ja. Natürlich. Zum Beispiel U2, die Rolling Stones. So. Die treten in Stadien, ja, auf. Ne? Nicht nur Mario Barth. Ja. Es ist nicht nur Mario Barth. Blöd. Okay. Gibt es Leute, mit denen du nicht mehr arbeiten möchtest? Ja. Ja? Ja. Weil die doof zu dir waren oder weil du sagst, ich finde die nicht lustig und möchte für die nicht schreiben? Also genau, das gibt es auch. Also, es gibt einfach auch Leute, die sind, was heißt, die sind nicht lustig, aber die haben nicht meinen Humor. Das heißt, ich könnte nicht für die arbeiten. Manche gibt es ja sogar, wo ich gar keine erkennbare Pointe jemals gesehen habe. Das heißt, das eigentliche Handwerk ist gar nicht gefragt. Dann gibt es aber tatsächlich auch manche, die sind halt einfach, das wirst du ja auch kennen, du bist ja auch im Humorbetrieb tätig, die sind hinter der Bühne, sagen wir mal, vorsichtig, also, sagen wir mal, Kim Jong-un ist jetzt vielleicht als Vergleich, aber es ist halt schwierig, ja. Ja, mit dem einen oder der anderen. Absolut richtig, ja, ja, ja. Und aber da kannst du dir auch die Freiheit rausnehmen, weil du ja wirklich Premium bist, zu sagen, habe ich nicht nötig. Für den Moment. Ich werde natürlich in 3 Jahren irgendwo angekrochen kommen und sagen, Cindy, hör mal, das war ja so nicht, also die finde ich auch, also Sex auch sie. Also Sex, absolut. Auch. So bist du an den Job gekommen damals. Richtig, ich habe mich hochgeschlafen. Erstaunlich ist auch, du hast die Gags geschrieben von Wetten, das, also von Markus Lanz, oh mein Gott, im Stand-up. Mhm. Und als ich das gelesen habe in der Vorbereitung, dachte ich, da waren Gags drin. Ja. Und dann habe ich noch ein bisschen recherchiert und tatsächlich, ja, es gibt ein Stand-up am Anfang der Show, ne? Den hast du verfasst. Ja, das ist, also ist, als Story ist es gut, es ist fast richtig. Also es war wie folgt, es war die erste Sendung Markus Lanz. In Düsseldorf, glaube ich, damals. Ja. Und dann hatte der Produzent der Sendung, schickte mir so eine SMS und sagte, ja, wir haben jetzt hier gleich Sendung. Also ich wusste natürlich, dass die Sendung kommen würde. Und sagte, du mal, wir brauchen noch ein paar One-Liner. Und dann habe ich ihm wirklich so aus der Kneipe raus per SMS so 10, 15 Gags einfach geschrieben. Also von bis. Hast du einen noch parat irgendwie? Was war da? Naja, es war halt so, ja, wirklich. Sagte dann irgendwie, kommt raus, ja, jetzt bin ich hier in Düsseldorf, das ist der einzige Ort in Deutschland, wo die Pelztierdichte noch höher ist als in Grönland, wo ich gerne hinfliege. Also, ja, komm, ja, hier hat auch schon wieder keiner. Ja. Das geht schon wieder los. Und es war dann aber auch, es war dann, also die Gags waren okay, aber Stimmung, Vortrag, es war halt auch nicht so richtig gut. Aber er hatte vor Ort auch 2, 3 andere Autoren, nicht nur den einen in der Kneipe, der umsonst ein paar SMS geschickt. Umsonst? Hat. Ja, du, ich mache ja manchmal auch Charity. Ne? Ich hab, oh, toll. Und ja, gerade wenn das ist, ja, wohl Charity. Ja, ja. Das ZDF wirkte damals einfach, ich wusste schon, aber komm. nein, und dann gab es ja diese Bild, die Bild hat ja quasi von Sekunde 1 an sich auf Lanz gestürzt. Und zwar wirklich, als die Quote ja noch gut war. Also sie hatten ja offensichtlich nichts anderes vor, als ihn einfach direkt kaputt zu schreiben. Und am Montag kam dann die große Bildschlagzeile, erste Sendung Markus Lanz, Superquote, aber, Doppelpunkt, und dann richtig groß, wer schreibt Ihre Gags, Herr Lanz? Ihre miesen Gags, so, heißt es sogar. Ja, ja, ihre miesen Gags. Ihre miesen Gags. Ja. Und dann dachte ich auch, na, herzlichen Glückwunsch, vielen Dank auch. Und jetzt machst du eine wunderbare Sendung, das Lachen der anderen im, ja, WDR-Fernsehen. Läuft noch? Ja, ja, stand jetzt, ja. Das weiß man ja nie. Das ist ein ständiges Geschäft. Nein, sie läuft ganz gut. Und es ist eine tolle Show, ist eine Sendung, es ist ein, ja, Doku-Format. Du, genau, und der Comedian Oliver Polak besuchen Menschen, wo ich sagen, wo jetzt man nicht sagen würde, das ist nur eine Humorebene oder eine Art von Mensch, die man so treffen würde. Genau. Hochinteressant, schauen Sie sich die Sendung unbedingt an bei unseren Kollegen im WDR-Fernsehen. Und was mir aufgefallen ist, du suchst die Musik selber aus. Olli und ich, genau. Ja. Und das finde ich toll, weil normalerweise ist es dann so, dass Redakteure sagen,
das ist was mit Wasser, lege mal Underwater Love drüber. So, so ja, ist immer so, ne? Immer das. Oder Let's so talk es. About Sex, wenn es mal eine Brust zu sehen gibt. Ja. Sowas. Oh Gott, ja. Und das macht ihr nicht, sondern ihr seid Musiknerds. Ich zähle mich auch dazu und finde das ganz toll. Deswegen würde ich gerne ein Spiel mit dir spielen, das wir jetzt machen. Okay. Nämlich unser beliebtes Spiel Google Translator. Kommen Sie nach vorne. Google Translator. Translator, schon lange nicht mehr gespielt. Es funktioniert folgendermaßen. Der bekannte Google Translator wird uns jetzt Texte von internationalen Songs in das Deutsche übersetzen und Wort für Wort auch so aufsagen. Und wenn du glaubst, den Song dazu zu erkennen, drück den Buzzer, sag auf, kriegst einen Punkt. Wenn es falsch ist, habe ich nochmal die Chance zu raten. Okay. Okay? So. Wir fangen mal mit einem einfachen aus den 80ern an. Okay, einfaches Stück, 80er Jahre, gut. Gib mir Zeit zur Realisierung, mein Verbrechen. Lassen Sie mich lieben und zustehen. Ich habe in deinen Augen tanzten. Wie kann ich wirklich sein? Willst du mich wirklich verletzen? Do you really wanna hurt me? Do you really wanna hurt me? Ich hätte noch einen aus den 90ern. Ja, sehr gut. Ich sitze hier in der langweiligen Raum. Es ist nur... Oh Gott, ist das peinlich. Aber I'm sitting here in the boring room. Lemon Tree. Fool's Gun. Ja, sehr gut. Auch jetzt mein, danke, dass das wirklich mein Hass-Song. Wirklich mein absoluter Hass-Song. In Osteuropa sehr erfolgreich. Ja? Sehr erfolgreich in Osteuropa. Jetzt machen wir es. Ist dir mal aufgefallen, dass es, eine Parallele gibt zwischen Erfolg im Rest Europas und Erfolg in Osteuropa? Es geht in der Regel immer so. Absolut so, richtig. Ja. Ja. Modern Talking, auch sehr erfolgreich. So. Ja, okay. Spielen wir noch eine Runde? Ja, natürlich. Jetzt machen wir es mal andersrum. Jetzt machen wir mal von Deutsch in Englisch. Deutscher Schlager. Oh. You need to feel to be free. Nobody you say captures you. But it was totally pure love. Sometimes I ask myself, why you? You lied to me 1000 times. Ah, du hast... Na. Ganz genau der. Das kann ich gar nicht gesagt. Ist einfach gekommen. Rechtlich, das ist so nicht gültig. Aber gut. Guck mal, wie das war doch, das war doch atemlos durch die Nacht. Genau, oder? Ja. Ich hab einen noch einen. Ja, okay. Einen noch, okay. Eine Hymne noch. Wenn Sie den Sturm zu Fuß durchhalten, Sie den Kopf hoch und Sie nicht Angst vor der Dunkelheit. Am Ende des Sturms gibt es einen goldenen Himmel und das süße Silberlied einer Lerche. Gehen Sie weiter. Durch den Wind gehen Sie weiter, durch den Regen für Ihre Träume geworfen und geblasen werden, gehen Sie weiter. Geh weiter mit Hoffnung in deinem Herzen und du wirst niemals alleine gehen, du wirst nie alleine gehen. Julia! Das gibt's doch nicht! Und du hast gar nicht aufgelöst. Du hast einfach noch... Die Strategie von Mickey Beisenherz ist, den Buzzer zu drücken und zu warten, bis die Auflösung kommt. Das aber ist das gut, das ist gut, aber du hast sogar gesagt... Einmal noch. Kann ja wohl nicht wahr sein. Aber wenn du so weitermachst, könnt ihr mich super durchmogeln. Genau. Ne? Weil du, herrlich. Ich weiß es kommt gleich. Aber es gibt jetzt von Heino gibt's eine Version von You'll Never Walk Alone. Ne? Der hat doch dieses Album jetzt, Arschkarte. Ja. Ja, und das ist ja wirklich, wie soll man es sagen, das ist ja die Blutgrätsche fürs Ohr. Ne? Das ist wirklich unglaublich. Und dann hat er nämlich, hast du es gehört? Ja. Warum? Ja, weil ich es hören wollte. Ich wollte wissen, wie schlimm das ist. Und es war wirklich, echt, wirklich, also wirklich schlimm. Du stehst auf Schmerzen, ja? Ich stehe auf Schmerzen. Okay. noch einen aus den 70ern? Ja. Ich bekam Schüttelfrost, sie multiplizieren und ich bin die Kontrolle zu verlieren, denn die Macht, sie liefern, es ist elektrisierend, sie besser in Form zu. Denn ich brauche einen Mann und Mann. Bonnie Tyler, I need a hero. Verdammt, ist richtig. Nein. Nicht shit. I need a man. Because I need a man who... warte, ich hab die Auflösung, pass auf. Ah, genau. Also gut, du hast das Spiel gewonnen. Meine Damen und Herren, der offizielle Gewinner von Google Translator ist Mickey Beisenherz und dafür gibt's Glitter! Das ist nur Glitter! Das ist unser Glitter! Das ist unser Glitter! Haben wir kein... Oh, that's right.
und dann geht's weiter mit Musik. Ihr habt das Gefühl, ich könnte mal wieder Fahrrad fahren. Im Fernsehen schauen. Das Gefühl habe ich auch. Musik, meine Damen und Herren, bildet das Highlight am Ende der Show. Und heute freuen wir uns, dass mal wieder die große weite Welt in die Metropole Baden-Baden kommt. Der Mann, der jetzt kommt, hat an der New Yorker Metropolitan Opera Operngesang sozusagen gelernt. Und wo ist die New Yorker Metropolitan Opera? London. Fast, Mickey, fast. Sie ist in New York. Er hatte dann irgendwann gesagt, Stimmbruch, mache ich lieber Pop. Das macht er sehr erfolgreich. Begging war der Sommerhit des vergangenen Jahres. Und jetzt gibt es eine neue Single von ihm. Und es ist ja schon wieder fast Sommer. Könnte also der nächste Sommerhit werden. Hier ist er live, meine Damen und Herren. Das ist das Album. Singen und klatschen Sie mit. Hier ist Lion's Head. Vielen Dank fürs Zuschauen und auf Wiederfernsehen. Dankeschön, vielen Dank.